Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Unser Ermittler-Dream-Team ist wieder vereint. Es ist der Morgen des vierten Tages. Harry ist zwar pleite, aber ich hoffe, bis zum Abend werden wir schon wieder an unsere 20 real irgendwie kommen. So, jetzt haben wir Großes vor. Wir wollen mit Titus Hardy sprechen. Und darauf sollten wir uns vorbereiten, denn Rhetorik ist gefragt. Und das bedeutet, wir sollten ja, eine morgendliche Zigarette rauchen. Zwei haben wir nur noch, wird auch langsam knapp. Und jetzt ist das wirklich ein Problem, weil wir kein Geld mehr haben für neue. Nun gut, sie sagt direkt unfassbar wahrscheinlich, weil wir vor ihrer Nase die Zigarette anzünden. Aber jetzt sollten wir bereit sein. Für Rhetorik haben wir meines Erachtens nichts, was wir uns irgendwie noch anziehen können. Nee, da gibt's nichts. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Und ja, dann geht's los. Wollen wir mal schauen, wie weit wir hier sind. Sie schon wieder? Grüßt er dich schroff. Was ist? Tja, was ist? Wir wollen dich in die Enge treiben. Schaut euch das mal an. 83%. Boah, bei einer göttlichen Probe. Wir haben ja aber noch Dinge, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Warte mal, vielleicht können wir das sogar noch steigern. Ich habe mich mit Evra unterhalten. Er hat mir zugesichert, dass sie kooperieren werden. Oh, sie haben sich also mit meiner Mama unterhalten und jetzt soll ich mit ihnen spielen? Er spuckt. Ist es das, Gesetzesvollstrecker? Shanky. Und was ist, wenn keiner mit ihnen spielen will? Der kleine Kerl beugt sich nach vorn. Gehen sie dann zurück und verpetzen uns? Sehr erwachsen, Leute. Evra hat sie benachrichtigt, oder? Ja, ich habe gehört, was er will. Was meinen Sie, was ich hier mache? Verdammt nochmal, wenn der Boss nicht wäre, hätten Sie hier schon längst nicht mehr zu lachen. Lassen Sie mich Ihnen das klar und deutlich sagen, Polypentyp. Er räuspert sich und verkündet. Hallo, Officer, ich bin Titus Hardy und das sind meine Jungs, die Hardy Boys. Wie können wir Ihnen behilflich sein? Rhetorik. Es würde einer ganzen Armee bedürfen, um Titus gefügig zu machen, aber diese Unterstützung von Evra scheint irgendeine Wirkung gehabt zu haben. Tatsächlich, die Sache ist nochmal besser geworden. Evra hat um Kooperation gebeten, plus eins nochmal. Sehr schön. Ich habe jemanden gefunden, der den Lynchmord gesehen hat. Ein Zeugen. Ein Zeugen? Der großgewachsene Mann verschränkt die Arme vor der Brust. Ein Scheiß haben sie. Die Leute hier würden mit so etwas nie zu ihnen kommen. Das ist nur Bullenstrategie, Titus. Als nächstes sagt er, dass einer von uns die anderen schon verpfiffen hat und im Zeugenschutzprogramm ist. Mein Zeuge kommt nicht von hier. Titus kratzt sich am Hinterkopf und fragt, dann erzählen Sie mal, wer ist Ihr geheimnisvoller Fremder? Beherrschung. Das plötzliche Auftauchen eines Zeugen beunruhigt ihn nicht, aber er ist überrascht. Logik? Es versteht sich zwar von selbst, aber trotzdem, nenn nicht seinen Namen. Ja, machen wir natürlich nicht. Wer er ist, ist irrelevant. Es ist genau, wie du gesagt hast, Alan. Er wendet sich an den Mann zu seiner Linken. Der Polyp hat sich das gerade ausgedacht. Es gibt keinen Zeugen. Ah, diese Scheiße habe ich schon 1 Million Mal gesehen. Titus, Fliegenfischen, sie sind verzweifelt. Er wendet sich an dich. Raus mit der Sprache, Polyp. Welche bescheuerten Behauptungen hat er aufgestellt? Der Zeuge hat gesagt, das Hängen sei sehr ruhig vonstatten gegangen. Kein Gebrüll, kein Tumult. Ihr Arschlöcher meint doch, ihr müsstet euch wie eine verdammte Blaskapelle verhalten. Die Hardy Boys sind totenstill. Genau, als hätte man ihnen Kuhglocken umgehängt, bevor man sie auf die Straße getrieben hat, sagt er provozierend. Warum tragen Sie Kuhglocken, Polizist? Rhetorik, Sie weichen der Frage aus. Ich hätte mir vorgestellt, dass Sie trinken und Lynchlieder singen. Was hat es mit dieser Grabesstille auf sich? Wir haben getrunken. Glenn sieht sich um. Stimmt doch, oder Leute? Ich habe mir hart die Kante gegeben. Ich war übel besoffen. Kim? Alles klar, ich bin überzeugt, Glenn. Er nickt sarkastisch. Hier ist nichts faul, eine ganz gewöhnliche Hinrichtung. Empathie? Volltreffer, Glenn. Sieht sich unsicher um. Der Lieutenant hat einen Nerv getroffen. Der Zeuge hat gesagt, er habe zwei Leute areopagitischer Herkunft gesehen und einen Mesken. Areopagitisch?
Eugene fängt an zu lachen. Boss, ich glaube, er meint damit mich und Theo. Na ja, klar, Titus nickt. Was irritiert Sie daran? Eugene, Theo und Erlang waren auch da. Das habe ich ihm bereits gesagt. Wir waren alle da. Ja, aber der Zeuge hat gesagt, das alles hätte wie eine surreale Aufführung ausgesehen. Was soll das bedeuten? Sagt er und nimmt einen Schluck aus seiner Dose. Hört sich für mich danach an, als hätte sich einer irgendein Scheißdreck ausgedacht. Kim? Es bedeutet, dass die ganze Szene langatmig war, als ob sie aus einem Film wäre. Was hat dieser Typ für ein Problem? Der kleine Kerl spricht alle und keinen an, Shanky. Tut mir leid, dass wir es nicht rasanter erledigt haben. Das stand nicht auf unserer Prioritätenliste. Kim? Shanky, so heißen Sie doch, oder? Er wartet nicht auf die Antwort. Ich dachte mir schon, dass an Ihrer Lynch-Geschichte etwas nicht stimmt. Jetzt weiß ich es. »Einen Scheiß wissen Sie!« »Ich weiß, dass Sie lügen, Shanky«, er schreibt in sein Notizbuch. »So, jetzt können wir hier nur komischerweise eigentlich gar keine sagen, obwohl wir ja relativ viel dazu gesagt haben. Das finde ich ein bisschen doof. Toller Zeuge. Er muss halb am Verdursten sein, weil er einen riesigen Schluck Bier trinkt. Rhetorik, so viel Gepolter, nur um zu verschleiern, dass Sie sich unwohl fühlen, weil du über diese Information verfügst. Okay.« Das gab nochmal einen Punkt, ja, hervorragend. Okay, jetzt sind wir bei 97%. Dann hauen wir mal rein. Eine sichere Probe. Titus überzeugen, dass er manipuliert wird? Schlechte Idee. Sie zu erwähnen, wird zu nichts Gutem führen. Mittlerweile solltest du wissen, dass Titus nie ins Wanken gerät. Eine seiner Jungs ist nicht so standfest. Vergiss bloß nicht, dass es um mehr als nur Klaas hier geht. Es geht um diese Männer und Martinez, ihren Bezirk, ihren Zuständigkeitsbereich. Ja, aber was nun? Okay, dann bleibt uns erstmal nur das hier übrig. Das war's dann, Fall abgeschlossen. Du siehst dich um. Wir gehen nach Hause, Kim. Der Lieutenant hebt eine Augenbraue. Er wird es kapieren, mach weiter. Notieren Sie sich das, Kim, in Martinez wird man umgebracht, nur weil Sie einen nicht leiden können. Verstanden. Er holt sein Notizbuch hervor. Wird man umgebracht, weil Sie einen nicht leiden können. Alles nur... Gehen wir mal auf die Klaas-Nummer. Irgendwas hat das mit ihr zu tun. Wegen irgendeinem Mädchen. Ein Zucken. Es ist unbeabsichtigt. Erlang? Erwähnen Sie das noch einmal und Sie werden diesen Bericht nie schreiben. Kim? Ja, ich habe verstanden. Erlang, so heißen Sie doch, oder? Erlang, Sie werden uns töten. Er kritzelt etwas in sein Notizbuch. Genauso läuft es im wilden Norden. Sie hängen einen einfach, erschießen einen, egal. Sie können sich noch nicht mal daran erinnern. Dicke Angus, nein, nein, so war es nicht, keucht der Dicke. Wir haben ihn nicht erschossen. Rhetorik, da haben wir es. Er ist der Schwächste. Du hast ihn aufgestöbert. Jetzt fehlt nur noch der... Theo? Officer, wenn Sie den Mund nicht halten, werden Sie wirklich der Nächste sein. Der alte Mann greift an seinen Gürtel, aber seine Stimme ist merkwürdig ruhig. Auge-Hand-Kondensation, Schusswaffe, eine Glace 08 oder eine Pistole des Kalibers 38, beide klein genug, um sie zu übersehen. Rhetorik, er hat dich auf dem Kieke, er weiß, was du vorhast. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir wenden uns an Theo. Was wird passieren, wenn ich weiterrede? Werden Sie mich auch umbringen? In dieser Bar wegen nichts? Nein. Du siehst, wie er seinen silbrigen Kopf schüttelt. Seine ruhige Stimme hört sich jetzt bei Nanette an. Ich lasse es bleiben. Ich bin zu alt, um jetzt so einen Schuss abzufeuern. Hören Sie das, Angus? Mich werden Sie auch umbringen. Reaktionsvermögen? Plötzlich erklingt in deinen Ohren ein entsetzlicher, schriller Ton. Deine Körpertemperatur steigt rasant an. Du brennst am ganzen Körper vor Angst.
Kim, du spürst einen Lufthauch zu deiner Rechten. Der Lieutenant zieht seine Schusswaffe. Titus, du hast nur noch Zeit für eine Bewegung. Du zuckst instinktiv nach links. Dann Stille. Niemand schreit. Es ist unmöglich zu sagen, wo der Schuss herkommt. Scheiße. Traurige Nachrichten aus dem Bezirk Martinez, wo die leblosen Körper zweier Polizisten im Kanal treibend aufgefunden wurden. Es wird angenommen, dass die Polizisten gerade einen Mordfall untersuchten dabei jedoch in den Streik der Hafenarbeiter verwickelt und unter ungeklärten Umständen erschossen wurden. Es ist wirklich tragisch, wenn ein Leben derart grundlos beendet wird, erklärt der Anführer der lokalen Gewerkschaft Evra Claire. Er fügte hinzu, dass weitere wahrlich schreckliche Vorfälle, wie dieser zu erwarten sind, wenn rechtsextreme Vigilanten weiterhin ungehindert umherstreifen dürfen und sich in geordneten Stadtvierteln einnisten. Wow. Okay, das war jetzt unerwartet. Ja. Ja, Leute, Let's Play zu Ende. Das war's mit Disco Elysium. Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu laden und einfach irgendwas anderes auszuprobieren. Ich würde tatsächlich gerne diesen Dialog nochmal machen. Auch die Probe. Ich meine, wir haben die Probe erfolgreich bestanden. Ist die Frage, ob man an dieser Stelle überhaupt durch diese Szene durchkommt oder ob es zu früh ist. Ob man möglicherweise, das wäre ja eine Idee, jetzt vielleicht eine spinnerte Idee, diese Rüstung haben muss, um diesem Konflikt bestehen zu können. Aber weiß ich nicht, klingt auch ein bisschen absurd. Naja, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ich probiere, also ich lade erstmal, vollziehe die letzten Schritte nach und dann gucken wir mal, ne? So, ich bin jetzt an der gleichen Stelle. Wir haben wieder die 97% hier bei der Probe. Und ich versuche mal jetzt den Verlauf ein bisschen anders vielleicht zu lenken. Vielleicht auf diesen Angus stärker zu gehen. Aber so viele Möglichkeiten gab es da gar nicht anders zu reagieren. Es könnte sein, dass wir tatsächlich jetzt hier noch nicht bereit sind. Zwar rhetorisch bereit, aber nicht bereit, irgendwie mit der Reaktion umzugehen. Naja, gut, das Ganze ist natürlich wieder Erfolg. Einer seiner Jungs, das hat mir gemacht. Wir ziehen das wieder durch. Vielleicht können wir hier mal was anderes wählen. Nicht über ein Mädchen sprechen. Wobei, eigentlich war das der richtige Trigger, ne? Aber ich versuche trotzdem mal was anderes, weil man ein Fremder ist. Verdammt richtig, kommen Sie nicht hierher, wenn Sie nicht von hier sind. Fick dich, ich bin nicht von hier. Das hat damit nichts. Kim? Da haben wir es. Er notiert schnell etwas. Wenn man nicht weiß genug ist, sollte man sich im wilden Norden nicht blicken lassen. Okay, das ist jetzt dieselbe Option. An sich war das komplett korrekt, weil wir sie provoziert haben. Das war ja das Ziel der ganzen Aktion. Ich nehme mal diese Sache. Hier wird man einfach so gehängt, erschossen, angezündet. Denen ist alles egal. Wir haben ihn nicht angezündet. Du hörst, wie der Dicke röchelt. Er versucht aufzustehen. Okay, das ist dasselbe. Der Schwächste. Ah, der Mann greift sich am Gürtel. Das ist wieder dasselbe. Wir erkennen die Schusswaffe wieder. So, und jetzt haben wir das letzte Mal uns an Theo gewendet. Ich werde jetzt mal Kim ansehen. Vielleicht ist das ja ein Weg. Der Lieutenant hat sein Notizbuch abgelegt, seine Hand liegt ruhig auf dem Holster. Er nickt dir kaum wahrnehmbar zu. Okay, vielleicht ist das hilfreich. Was soll das heißen? Chorgeist, zieh's durch. Der Lieutenant hat den Dicken fest im Blick. Setz Angus unter Druck. Wir haben es fast geschafft. Okay, gut. Dann. Oder was? Wollen Sie mich auch umbringen, genau wie ihn, völlig grundlos? Wir haben ihn nicht umgebracht. Wir haben ihn nicht mal gehängt. Er war schon tot, als... Er atmet röchelnd ein. Halt den Mund, Angus! Er war tot, bevor sie ihn gehängt haben. Fettsack! Der kleine Kerl schlägt Angus gegen den Hinterkopf. Ein lauter Klaps. Wenn du noch ein Wort zu den Bullen sagst, werde ich... Dennis! Titus brüllt. Du hältst dich jetzt zurück. Oder ich schlag dir den Kopf ein. Theo, er zeigt auf den alten Mann. Nimm deine Hand vom Gürtel. Wir haben nicht mehr 31. Was
Ah ja, okay. Ja, das Jahr 31. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, Leute, das war tatsächlich der richtige Weg. Erst mit Kim korrespondieren und dann Angus angehen. Wir waren zu vorschnell. Nun ja. Es wird still im Raum, so still, dass du Angus röcheln hören kannst. Noch ist die Sache nicht durch. Angie, wo ist dein verfluchter Inhalator? Du hörst dich an, als würdest du gleich sterben. Ich habe ihn zu Hause gelassen, kann ihn jetzt nicht holen, ich bin zu sehr am Arsch. Er greift sich an die Brust. Tut mir leid. Warum bist du auch so scheißfett, Angus? Fährt Lissy ihn an. Jetzt ist alles im Eimer, wegen dir. Du hast meine Zeit verschwendet. Ich habe es dir gesagt, Titus. Sie wendet sich ihm zu. Ich habe dir gesagt, dass du sie einfach auffliegen lassen sollst. Sie. Klaasje. Klaasje hat ihn umgebracht. Lissy. Er wendet sich an die Problemlöserin. Deine Hilfe wird hier nicht mehr gebraucht. Gib Evra Bescheid. Von mir aus. Ich werde ihm Bescheid sagen, nach einem langen Spaziergang an der Küste. Ohne sich umzudrehen, zieht sie von dannen. Manege frei, jetzt gehört er dir. Fragen. Okay. Warte mal. Aber wer? Sie haben ihn also nicht umgebracht. Er war schon tot. Er nickt. Sie haben die Leiche gehängt, um die wahre Todesursache zu vertuschen, die Kugel in seinem Kopf. Er legt nochmal. Warum? Weil uns die Mädels darum gebeten haben. Sie haben in irgendeine Scheiße gesteckt. Mädels im Plural, da ist noch eine. Zwei Mädels, ja, die Bardame, Leute. Merkt ihr das? Bestimmt erfährst du später von ihnen noch mehr über sie. Hat sie ihn umgebracht? Ich weiß es nicht, Bulle. Das Mädel bestreitet es. Er glaubt nicht, dass sie es war, oder zumindest hofft er das. Was ist Sonntagnacht passiert? Klaas ist runtergekommen. Er zeigt auf die Treppe. Sie hat ziemlich verstrahlt gewirkt, bis obenhin voll mit Drogen, sogar mehr als sonst, hat Grimassen geschnitten und riesige Pupillen gehabt, wissen Sie? Nicht auf die lustige Art. Sie schien die Dosis erhöht zu haben, nachdem irgendwas schiefgelaufen war. Ich hatte diesen Blick schon mal gesehen. Sie war verängstigt. Mir war klar, dass jemand gestorben sein musste. Warum war Ihnen das klar? Ich mache diese Arbeit seit 10 Jahren. Ich habe das schon mal gesehen. Es war wie beim Szenario vom Politiker im Motelzimmer mit der toten Nutte, nur umgekehrt. Gute Analogie, Boss. Der Mann mit der Rattenvisage kichert. Du hast gerade Sendepause, Shanky. Er deutet auf ihn. Du bleibst auf der Bank und du, Angus, bleibst auch schön entspannt. Er wendet sich wieder dir zu. Ausdauer. Das ist dem Dicken, der immer noch röchelt, ganz recht. Selbst wenn er wollte, könnte er nicht sprechen. Was ist dann passiert? Wir sind nach oben gegangen, der Söldner war mausetot und im Fenster war ein Einschussloch. Scheiße. Er kratzt sich am Kinn, überall dreckige Laken und Flaschen. Rhetorik. Will er damit sagen, dass sie gefickt haben? Tipps hat das Fenster ausgebessert und die Leiche, die haben wir gehängt. Na ja, okay. Jetzt wissen wir ja weiter. Wer ist Tipps, der achte Hardy? Nee, er ist mein Bruder. Er bestreitet mit dem Austauschen von Fenstern seinen Lebensunterhalt. Was? Tipps, das ist die Kurzform von Tiberius? Ja, er nickt. Guter Mann. Wow, Leute. Konzeptbildung. 100 Pro. Ihr Vater heißt Atticus Hardy. Lucretia Hardy wäre dann ihre Schwester. Ach, egal. Atticus. Okay, alles klar. Bezugnahme auf antike Stoffe oder sowas. Wenn Klaas hier ihn nicht umgebracht hat, warum dann die Vertuschungsaktion? Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass unser Mädel sowieso schon in der Scheiße steckt. Mir ist nichts aufgefallen, von welcher Art von Scheiße reden wir hier. Von der muss mich unter dem Radar der Polizei bewegen Art. Leute sind hinter ihr her, aus der alten Welt, wo sie herkommt. Diese Leute, wer sind sie? Mächtige Leute. Er blickt zum Fenster hinaus, stehen mit der Moral intern in Verbindung. Sie hat offensichtlich Angst um ihr Leben, sagt, wenn sie in ihren Systemen auftaucht, lassen sie sie verschwinden. Schauspielkunst? Mehr weiß er nicht, das ist alles, was sie ihm erzählt hat. Und aus welchem Grund helfen Sie so jemandem, indem Sie einen Mord auf sich nehmen? Aus welchem Grund? Er zuckt mit den Schultern. Naja, wir beherbergen hier alle möglichen Ausreißer und Verlierer, typisch Martinez.
Okay, wer hat den Söldner dann auf dem Gewissen? Irgendwelche Spuren? Noch keine, nur ein paar Ideen. Sie hat gesagt, dass der Schuss von draußen kam. Irgendwo von hinter dem Fenster. Das ist schon mal ein Hinweis. Aha. Was meinen Sie? Ich meine, dass jemand von der Vergangenheit eingeholt wurde. Entweder von ihrer oder von seiner. Okay, warte mal. Könnte es sein, dass sie erschossen werden sollte und er aus Versehen erschossen wurde? Naja, oder seine Vergangenheit eben. Von ihrer? Sie meinen... Ich meine die Leute, die hinter Klaas hierher sind. Vielleicht hat der Schuss sein Ziel verfehlt. Vielleicht war er für sie bestimmt. Eugene, das gefällt mir. Der junge Kerl nickt, denke ich mir selbst schon die ganze Zeit. Und Sie haben auch eine Ahnung, wie seine Vergangenheit ausgesehen hat? Ja, eine seiner Söldnerkumpel könnte es gewesen sein. Die haben Waffen, die richtige Ausbildung, bestimmt viel böses Blut angesammelt. Es könnte aber auch jemand anderes von Krenell gewesen sein. Er macht eine Denkpause. Ich sage Ihnen, was ich machen würde, die Küste nach Aussichtspunkten absuchen, vielleicht einen Kumpel kontaktieren, der sich mit Ballistik auskennt. So würde ich vorgehen, wenn ich nicht damit beschäftigt wäre, diesen Clown-Tanz mit Ihnen zu veranstalten. Willenskraft? Er ist jetzt gelassen, hat die ganze Unruhe beiseite gelegt und ist wieder er selbst. Interessant. Wessen Idee war es überhaupt, ihn zu hängen? Hat sie sie darauf gebracht? In gewisser Hinsicht. Reaktionsvermögen? Erinnerst du dich noch an die beiden Mädels? Vielleicht bezieht er sich gerade auf die andere. Vorhin haben sie gesagt, die Mädels hätten sie um Hilfe gebeten. Meinen sie hier das andere Mädel? Ganz genau. Er blinzelt. Es war ihre Idee, ihn zu hängen. Mir hat das gefallen aus politischen Gründen. Es hat die richtige Botschaft gesendet. Aha, doch nicht die Bardame. Das andere Mädel ist die Drogenhändlerin. Die fehlende achte Hardy, stimmt's? Der große Kerl macht einen Schritt auf dich zu. Sie denken zu viel nach, Kumpel. Machen Sie sich locker, okay? Sonst bekommen Sie noch Kopfschmerzen. Diese Frau steht den Hardy Boys nur nahe. Sie kennen sie sowieso nicht. Wissen Sie, es schon in Ordnung, wenn unter den Hardy Boys auch ein Hardy Girl ist, Titus. Seine Miene versteinert sich, er schüttelt ernst den Kopf. Wir sind Hardy Boys und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Natürlich, aber können Sie mir etwas über diese Frau sagen, die Ihnen nahe steht? Name, aktueller Aufenthaltsort? Ne, sagt er, Sie kommen nicht an sie heran. Klaas ist diejenige, mit der Sie reden müssen. Na gut. So, Kim, wir haben es geschafft. Der Lieutenant schenkt dir ein Lächeln, das nur du sehen kannst. Okay, dann sind wir mal freundlich am Ende. Es tut mir leid, dass Sie meinetwegen gestritten haben. Mir auch. Danke dafür, Titus. Ich werde mit ihr reden noch ein letztes Mal. Machen Sie das. Er nimmt sein Bier, dreht es in seiner Hand herum, dann denkt er über etwas nach. Hey, Bulle, bevor Sie gehen. Sie? Er sieht auf. Klaas hier ist nach Martinez gekommen, um sich hier zu verstecken, wie viele von uns. Hier wird man angespült, wenn man sonst nirgendwo mehr hin kann. Die Gewerkschaft nimmt einen auf. Na gut, diesem Schutz hat sie sich zwar verweigert, aber... Aber es wäre ihnen trotzdem lieber, wenn wir sie nicht mitnehmen würden? Ganz genau. Wenn wir uns nicht um die hier Gestrandeten kümmern würden, wäre dieser Ort nicht weiter als ein paar Ruinen und ein paar Frachtcontainer. Wir werden das berücksichtigen, sagt Kim. Der Lieutenant lässt sein Notizbuch in die Jackentasche gleiten und wendet sich zum Gehen. Wow, Leute, wow! Was für eine Entwicklung! Und mit Titus kann es aber immer noch weitergehen. Bewege Titus dazu, dir alles zu erzählen. Hardy und die Boys wissen alles. Es wird allerdings schwierig, ihn zum Reden zu bewegen. Hast du die Leiche gründlich untersucht, dich nach einem Zeugen umgesehen, Gewerkschaftsboss? Bist du wirklich zu Klaas hier durchgedrungen? Okay, das nächste ist, dass wir Klaas hier mit der Geschichte der Hardy Boys konfrontieren müssen. Okay, wow. Ich bin echt beeindruckt. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, gibt natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder das Ganze ist alles Manipulation von den Mädels und sie haben den Typen doch erledigt. Oder es stimmt, dass es ein anderer war, der von außen durch die Scheibe geschossen hat. Ich schaue nochmal auf die Karte und wenn ich mir das so anschaue, dann gibt es natürlich hier Orte wie diese vermeintliche Kirche auf der anderen Seite. Hier, da oben.
das Riesenrad. Es ist natürlich auch denkbar, dass das irgendwie vielleicht aus dem leerstehenden Nebenhaus gekommen ist. Das müsste man dann vielleicht auch nochmal überprüfen. Aber das sind ja wahnsinnige Entwicklungen, Leute. Krass. Okay, das wird spannend. Ja, wir müssen zu Klaas hier hoch. Das ist eigentlich ein bisschen doof, weil wir die 20 Minuten Zigaretten gut und gerne noch nutzen könnten, um nochmal mit dem Container zu sprechen. Aber es erscheint mir jetzt einfach zu fern, der Dramaturgie da jetzt hinzuleifen. Nein, nein, wir müssen hoch zu Klaas hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau mit diesem spannenden nächsten Gespräch. Mann, 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 das nimmt ja jetzt hier nochmal ganz entscheidend Fahrt auf. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.